Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Last Light. In der letzten Folge haben wir Lesninski gefunden, gehirnmäßig ausgehorcht, haben seine dunklen Pläne in Erfahrung bringen können und haben ihn dann letzten Endes getötet und sind jetzt hier. Ich musste noch mal zwei, drei Schritte gehen und so, ne, hat nicht hundertprozentig mit dem Speichern geklappt. Dieses Mal hat er mich ganz am Ende des Levels rausgelassen, aber okay. Am Anfang. Am Ende. Ja, ich bin nochmal den ganzen Weg zurückgelaufen, müsst ihr wissen. Hat so viel Spaß gemacht, weil ich ja den Regen so liebe. Das stimmt tatsächlich, das war jetzt noch nicht mal witzig gemeint. Ja, also man hat ja hier am Anfang, also gerade eben gesehen, wo die Gegner so stationiert sind. Aber du musst natürlich erstmal auch irgendwie hinkommen. Man muss so schauen, wie ist es mit den Türen? Gibt es überhaupt welche? Also, Türen gibt es immer, aber ob die aufgehen, ist halt immer so diese großartige Frage. Jetzt bin ich wieder hier, ich laufe im Kreis. Oh nein, nein, meine gute Energie. Ah, okay, das ist die Tür. Da darf ich durchgehen. Und da gibt es mal wieder was zu lesen, okay. Der Weg ist nicht so einfach dorthin anscheinend. Ist ein wichtiger Eintrag. Nee, ziemlich kurz sogar. Und wieder gehen wir über die Oberfläche. Hallo, Moskau, eine Stadt der Gräber. Eine Stadt der gefallenen Helden. Eine Stadt, die ihrer Seele beraubt wurde. Sie ist nicht mehr meine Heimatstadt. Meine Heimatstadt gehört der Vergangenheit an. Aber es ist die Heimatstadt des kleinen Schwarzen. Wie seltsam. Ja, Schwarze in Moskau? Finde ich auch ziemlich seltsam. Warum sind die... Die müssen doch eigentlich alle in Deutschland sein, oder? Ui. Okay. Nette Effekte. Ja, also, wenn man... Ich hatte es ja eben gesagt, ne, wenn man da Gegner gesehen hat, ist es jetzt auch keine Monster-Stage, hätte ich jetzt spontan gedacht, weil die schienen da ja auch so ein bisschen zu patrouillieren, ne? Kann man das... Sollen wir das einfach so machen? An der Oberfläche? Ah, das ist nett. Gab's ja im ersten Teil auch mal so diese Szene. Hast du gesehen? Der kleine Mensch sucht einen anderen Menschen. Anders als du. Eine Frau. Ja, eine Frau. Mutter. Was? Er sucht die Frau oder ich? Ich hoffe, ich suche keine Frau. Ich suche ja eher meine... Ihr habt zu viele davon hergestellt. Hier. Was? Moment, hast du mir gerade was gegeben? Oh, ich hoffe, ich komme wieder hoch, ey. Ich will ja meine Freunde retten. Ja. Pff. Remaster, Ladies and Gentlemen. Oh, nee. Ich lade nochmal neu. Nicht, dass er mir jetzt die Wind sät, wird den Sturm Waffe meines Lebens gibt. Nicht nochmal von vorn, oder? Ach, du je. Seh mich nicht. Da habe ich ganz umsonst nochmal für euch die 2-3 Minuten dahin gespielt. Mann, halt doch einfach mal die Fresse, ey. Seltsam. Ich fühle mich da unten nicht gut. Du hier oben. Das wird helfen. Direkt durch da. Gut, das habe ich ja eben eingesammelt. Das hat er komischerweise mitgenommen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da, Filterpower. So. Jetzt möchte ich es nochmal ertragen. Oh ne. Hast du gesehen? Der kleine Mensch. Wo ist er? Da. Anders als du. Eine Frau. Ja, eine Frau. Mutter. Ihr habt zu viele davon hergestellt. Hier. Nee. Der hat mir nur den Weg gezeigt. Ich bin gleich wieder da. Oder? Ja. Okay, sorry. Wie gesagt, hätte ja sein können, dass er mir Filterpower gibt oder so. Ich trau dem Spiel nicht. Ich brauch das, okay? Ich brauch das. Ich kann nie genug davon haben. Oh, Falle. Oh, hat aber Glück gehabt. Einmal in meinem Leben konnte ich sie doch entschärfen. Uiuiui. Das war, glaube ich, wirklich das erste Mal, ne? Ah, wusste ich es doch.
Manchmal ist das so empfindlich mit dem Observieren, ey. Stehst du nicht richtig? Pech gehabt. Kannst du nicht öffnen. Okay, aber ich häng schon wieder. Ich habe gerade einen Jumpscare verpasst. Hier? Okay, da war was. Warte. Ich benutze wieder mein magisches Feuerzeug. Ich glaube, das sind Mittelschatten. Die tun mir nichts. Die sind ja auch klein. Als ob ich von kleinen Kindern aufgefressen werden könnte. Was ist das? Ein japanischer Horrorfilm? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich wollte gerade den mit der Kassette sagen und so The Ring war das, ne? Oh je. Yeah. Oh, okay. Vielleicht sollte Link da mal eine Bombe hinlegen. Vielleicht war das ein Indikator darauf. Das sieht interessant aus. Ich guck's mir mal kurz an. Oho! Ach, das, der schießt so Pfeile, ne? Ah, ja, nee. Stimmt, ja, die Waffe gab's ja auch mal. Ich habe zwischendurch immer mal so Pfeile... Ups. Pfeile eingesammelt, aber... Wie man ja gesehen hat, hatte ich doch nicht so viele. Das, was war das jetzt? Immer dieser Moment, wenn der Nachbar sich über die Lautstärke beschweren will und sich dann wieder verpisst. Also beschweren, naja, nee. Bei mir nicht. Ich bin immer der Nachbar, der sich gerne beschwert. Also, naja, das stimmt auch nicht. Ich will nicht grießgrämig rüberkommen, aber... Also, wenn der 3-4 Tage am Stück durchfeiert, dann... Ich habe das einmal gemacht, ne? Das war wieder so, dass ich diesen Tagesrhythmus hatte, wo ich halt nachmittags geschlafen habe. Und das konnte ich dann eben halt nicht, weil er ja schon um 9 Uhr richtig reingeballert hat und so. Und ich, der hatte wirklich von keine Ahnung, von um 9 bis 15 Uhr oder so hat der durchgefeiert. Und ich habe dann so erstmal ein paar Stunden lang gegen die Heizung geböllert, hat er aber nicht gehört. Und dann habe ich halt, ich war mir auch nicht hundertprozentig sicher, wer das letzten Endes war, weil... Wohnen ja natürlich mehrere bei mir. Und, ja, dann... Wunderschön. Das ist es also, was man Musik nennt. Das merke ich mir. Du bist schwarz, du müsstest dich doch mit Musik auskennen. Du bist doch bestimmt auch musikalisch. Es ist ja auch der Krach macht, das war ja auch kein Unbekannter. Also mein Bruder hatte da mal so einen Kumpel... Und dessen Bruder wohnt hier quasi. Und jedenfalls... Ich kann da richtig mehrfach raufhauen. Ja, da sind dann immer Leute rein und raus. Und dann habe ich so drauf geachtet, wenn jemand rausgegangen ist, ob die Musik dann auch kurz lauter oder leiser geworden ist. Und jedenfalls ist dann jemand runtergekommen und gleichzeitig habe ich dann bemerkt, dass die Musik ausgegangen ist und so. Und ich war mir dann jedenfalls ziemlich sicher... Und dann bin ich so rausgestürmt und hab dann so gesagt, könntest du deine mangelnde Charakterstärke bitte etwas leiser artikulieren? Wirklich so, genau so. Und dann auch so richtig so, ich versuch's nochmal stimmmäßig so zu machen. Könntest du deine mangelnde Charakterstärke bitte leiser artikulieren? Und dann war er erstmal ganz baff und ja, und hat sich ein bisschen entschuldigt. Aber gut, das hat dann auch jetzt nur 6-7 Monate gehalten. Jetzt fuckt er mich schon wieder ab. Also ich finde es ja okay, wenn man das mal so macht, aber das war, was ich an diesen, ich finde den Weg schon wieder nicht, was ich an diesen Leuten halt nicht verstehe ist, dass es meiner Meinung nach noch mal einen Unterschied gibt zwischen ja, ich mag Musik, ich höre laut Musik und ich bin mir ziemlich sicher, dass Putin meine Musik hören kann, weil die so laut ist. Ja, also ohne Scheiß, du könntest... Was grenzt an Deutschland? Polen oder so? Du könntest in Polen sein. Du hättest es trotzdem gehört. Ja, also das ist so abnormal. Das ist das, was ich nicht verstehe, ja. Das ist einfach übertrieben. Und dann, oft macht man das dann natürlich auch am Wochenende, ist ja ganz klar, ne? Weil man ja ein guter Sklave ist. Freitag, Party. Ich habe mal 1-2 Wochen frei. Bin mal ein, zwei Tage lang kein Sklave und so. Ja, ihr versteht meinen Punkt. Das hat mich dann so abgefuckt. Neuerdings läuft er auch in Krücken rum. Also der hat sich irgendwie... Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Ne, nur der hat halt seit einigen Wochen jetzt Krücken gehabt. Und es gab schon wieder den einen oder anderen Moment, wo ich mir dachte,
Vielleicht, ich laufe zurück. Vielleicht sollte ich rausgehen und ich habe mir dann schon so meinen Spruch überlegt. Ich hätte ihm dann sowas gesagt wie, gefallen dir die Krücken? Also soll ich dich, magst du zufällig nochmal die Treppe runterfallen oder so? Ja, also ich kann dir da gerne helfen. Aber ja, die letzten Tage ging es wieder halbwegs. Naja, ja. Wo habe ich den Weg jetzt gefunden? Okay. Hat sich der das Monster in ein Auto verwandelt oder andersrum? Das Auto, das Monster war mal ein Auto. Holy shit, ey. Was jetzt? Achso. Mann, halt doch mal die, ganz ehrlich. Findet ihr das geil? Mir geht der voll auf den Sack. Nicht, weil er schwarz ist, verstehe mich nicht falsch. Ah, ich hasse ja auch Kinder. Hier kommt alles zusammen, Leute. Hier kommt alles zusammen. Der klingt ja noch nicht mal wie eines. Der wurde doch auch von so einem fucking, von so einer 40-Jährigen synchronisiert oder so. Ja, ja. Geht es irgendwie schneller alle oder kommt mir das nur so vor? Das sieht alles gleich aus. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Nee, das scheint aber neu zu sein. Ja, guck. It's a filter! 2 Minuten, sehr gut. Genau wie bei meiner Familie. So nennt man das also. Raketen. Das merke ich mir. Ah, das waren die Dinger, die meine Familie damals ausgerottet hat. Was? Warst du auch mal menschlich oder wie darf ich das verstehen? Da komme ich nicht hoch? Okay. Wie war das mit menschlichen Gegnern? Ich dachte. Versuche mich zu töten. Sie sind jetzt nicht rot. Sie gehen irgendwo hin. Jetzt sind sie rot. Ich dachte, ich hätte ganz am Anfang Gegner gesehen. Ja, ich töte auch nur das, was mich töten will, ne? Das ist so Standardgesetz. Hier draußen. Im Ego-Shooter-Land oder generell im Spielland. Na, wobei. Bei Crash, ja, gut. Die meisten wollen einfach nur dumm in der Gegend rumtanzen, also die töte ich wirklich, weil ich Bock hab. Also nicht jedes Ding in Spielen ist gefährlich, aber die hier sind's offensichtlich. An der Leiter. Was war das denn jetzt? War die Strahlung zu hoch? Oder was? Das war gerade komisch. Hä? Das war dann gerade sein Problem. Kann ich das nochmal sehen? Ja. Okay. Das ist mir ja neu. Von mir aus, aber die Monster sind da hingegangen. Da fühle ich mich jetzt ein bisschen diskriminiert. Und das, obwohl ich noch nicht mal der Schwarze aus meiner Gruppe bin. Ich habe vorhin auch so ein Spider-Man Miles Morales Video gesehen, ne? Das war so ein ganz lustiger Bug. Habe ich auch auf Telegram geteilt. Ja, da kam so ein Polizist aus dem Nichts und hat dem Miles eine Knarre an den Kopf gehalten. Und im Videotitel stand natürlich, boah, das Spiel ist etwas zu realistisch. Und ja, da habe ich mich dann so ein bisschen drüber aufgeregt. Also ich fand es auch lustig. Wir gehen hier hoch. An der Leiter? Jetzt kenne ich das Wort. Ja. Aber, traurig, dass die Leute dann wieder an den schwarzen Rassismus gedacht haben, der eigentlich gar nicht vorhanden ist, sondern auch fake ist. Okay. Ja, das Ding ist, du erzählst mir irgendwas von so einer Leiter und jetzt dann sehe ich die aber nicht und dann laufen hier Monster vorbei. Ja, das fand er jetzt nicht so geil, ne, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ohne Scheiß, ich sehe keine Leiter. Gut, das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich eine Leiter nicht sehen würde. Ich
glaube, das sind Kämpfe, die ich normalerweise nicht tätigen müsste, weil ich schon längst hätte irgendwo oben sein müssen. Also das hier ist ja eindeutig, aber da ist ja so eine Strahlung und so. Ich check's nicht. Er wollte mir helfen, aber das Einzige, was er macht, ist dumme Kommentare zu machen. Da kann ich ja mal kurz nachschauen. Ne, hier ist nichts. Ne, ich gucke jetzt erstmal, wo die Leiter ist und dann lade ich den Checkpoint neu. Das ist ja jetzt unnötige Munition, die ich hier verballer. Über da den Berg hoch. Ne. Ich, Leute, wo soll hier eine Leiter sein? Ach, da. Okay, gefunden. Alles klar. Ach, freue ich mich aufs Fazit. Ich versuch's mir mal zu verkneifen. In dem Moment hier, ne? Junge, Junge. Direkt hoch da. Ich bin schneller. Oh nein. Ja. Alter, du bist unsichtbar, kannst fliegen. Erzähl mir nicht, dass wir jetzt kollidiert sind. Wow. Danke für den Hinweis. Ja, na klar. Wäre ich mal zuerst hochgegangen, dann wäre der Schwarze runtergefallen. Ihm hätte ja gar nichts passieren können. Hier könnte ein schöner Kampf stattfinden. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, ich gehe dann gleich mal rein, oder? Klingt gut, würde ich sagen. Ach, denk dran, Maskenpower. Es kann jetzt sein, dass ich irgendwo... Oder habe ich irgendwo was jetzt nicht mitgenommen bei dem Versuch? Ich weiß es nicht. Ist immer schlimm, wenn du in so einer Sequenz bist und er fängt an zu husten. Vergangenheit. Er erzählt nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet habt. Ja. Meine kommt auch nicht immer, wenn ich sage, du dumme, blöde Kuh, mach mir jetzt was zu essen. Die hört auch nicht immer, ja. Manchmal muss ich da 2-3 Mal rufen. Ganz, ganz schlimm, diese Mütter. Moment. Ja, mein Gott, was hat mir das denn jetzt gebracht? Diese Sequenzen irritieren mich mehr, als dass sie mir helfen. Ich muss hier runter, ne? Glaub schon. Weil der Fahrstuhl nicht funktioniert. Oh. Oh. Die Waffe hat es hier gebraucht, würde ich sagen. Da geht's nicht weiter. Jetzt bin ich also zu tief. Haben wir jetzt eigentlich metaphorisch von der Tiefe her meine Abo-Leichen erreicht? Oder meint ihr, da müsste noch was gehen, oder? Ja, guck, das sieht realistisch aus. Jetzt sind wir, glaube ich, so bei 5 Abonnenten oder so. Ein Stückchen müssen wir noch runtergehen. Oh. Ein bisschen Essen an der Wand, falls jemand mag. Lecker, lecker, lecker. Schon wieder zu dunkel hier, Leute. Was soll das? Oh. Hier sehen Sie 1939. Da ist der gute Zug. Ach nee, wir sind jetzt in der Metro, nicht in Auschwitz. Sorry. Ich dachte, wir sind jetzt in Auschwitz. Das ist kein Schatten. Das bist du selbst. Vor langer, langer Zeit. Das bist du, als du noch klein warst. Wie habt ihr es eigentlich geschafft, groß zu werden? Ich bin 68 und ich bin immer noch klein. Ich meine, ich bin 12. Ich klinge aber wie 68. Okay, auch wieder ein bisschen übertrieben. Ja, Dunkelheit, wow. Guck mal, kennst du den hier? Haha! Damit habt ihr nicht gerechnet, ha? Wahrscheinlich habe ich jetzt die übelsten Jumpscares verpasst. Tada! Boah, zieht sich das, ey. Das ist so ekelhaft. Ist das hier ein fucking Walking Simulator oder was? Oh, habe ich jetzt was verpasst? Ich habe gerade ein Handy ausgestellt, das war ein dummer Zeitpunkt. Hier noch was? Nee.
Da heißt es immer, Johnny, geh nicht ins Licht. Na gut, aber ich schätze, wir müssen das in der nächsten Folge machen, würde ich sagen. Okay, er ist mir zuvor gekommen. Dann halt hier. Jetzt kenne ich nur einen Weg zur Polis, über den Roten Platz. Der Orden hat einen Außenposten in der Basilius-Kathedrale. Dort kann ich unsere Leute treffen und ihnen alles sagen, was ich weiß. Und mein Ziel wäre von dort aus nur noch einen Schritt entfernt. Schon bald wird alles vorüber sein. Ach, hättet ihr doch alle nur Internet. Das würde einiges einfacher machen. Könnte man sich auch vielleicht Filter unterwegs bestellen. Ja. Dann machen wir jetzt halt hier Feierabend. Das wäre auch ganz nett, ne? So ein schnuggeliges Kapitelende zu haben. Also wir haben ja jetzt von der Logik her ein ganzes in der Folge gehabt. Ja, ist auch ganz nett. Von daher, bis zum nächsten Mal. See ya.